Wir starten heute mit unserem Projekt Schlafzimmer. Wir haben vor, ein bisschen die Wand zu streichen und es etwas neu einzurichten, genau. So was Deko angeht und so weiter. Und wir haben auch schon Farbe gekauft in Macaron. Aber nicht zum Essen. Und ich würde sagen, let's go. So, jetzt wird erstmal der Rand fleißig abgeklebt. Ich bin noch gar nicht dran. Du bist so klein. Sonst lass das obere Stück gerade aus und dann mache ich das gleich. Das geht schon. Ich bin ein paar Zentimeter länger als du. Ah, perfekt. Meinst du, reicht das Kreppband nur für die Decke? Ich hoffe. Wenn nicht, dann nehmen wir das Leukopor. Genau. Die guten medizinischen Produkte kommen dann zum Einsatz. Ich bin echt mal auf die Farbe gespannt. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich bin hier mal auf das Macaron gespannt. Vielleicht duftet das ja auch so. Ich finde das Design echt cool, was die hier oben gemacht haben. Ja. So. Wie sieht es da oben bei dir aus? Kriegst nicht gerade hin? Doch, jetzt immer. Wollen wir uns das mal anschauen, ob das auch wirklich gerade ist? Ich wechsle hier mal die Seite. Oh, das machst du aber schön. Geht's dir gut da oben? Aber sowas, dann die Luft ist gut hier. Mist, das Krepp an das Ende. Wir sind ja weit gekommen. So, jetzt brauche ich ein medizinisches Produkt. Merci. So, warte. Oh, das ist ja sogar weich. Da setzt ihr in der Medizin auch Kreppband ein. Ich kann dir gleich zeigen, wofür wir das einsetzen. Ja, lieber nicht. Lass mal solange das keine Wasser oder keine Farbe durchlässt, ist alles in Ordnung. Ich hoffe nicht. Das sehen wir dann. Ja. Ist ja nur die Holzdecke. Die in Grün sieht aber schon auch gut aus. Ja. So. Einmal hier aufkriechen, Hobel. Oh, der Macaron-Duft kommt schon rüber. Hui, das ist gut. Muss man hier umrühren? Ich glaube schon. Ja, der Duft ist ganz gut. Gut, dass ich was Altes angezogen habe. Auf falsche Hose? Das spritzt schon dezent, ja. Dann gehe ich ein bisschen zurück. Immer langsam machen, weil dann spritzt das auch nicht. Also bis ganz oben hin musst du ja nicht machen, damit machen wir mit der Kleinen, ne? Mein Arm tut jetzt schon weh davon. Also ich bin einfach gar nichts gewöhnt. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mir die Brille nicht versau. Oh, da ist noch eine weiße Stelle. Weiter rechts, also hoch. Da. Nee, links. Da. Nee, da. Ja. Ja, da gehe ich nachher noch mal. Da, seht ihr das? Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja. So, unsere Arbeit ist vollbracht. Wir sind fertig! Yay! Man sieht ja kaum einen Unterschied, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist doch fast weiß, oder? Was meint ihr?
Nein. Auf jeden Fall, die Farbe war echt sehr gut. Die Farbe ist so schön. Ja, die hat sehr gut gedeckt. Jetzt haben wir noch ein paar Ausbesserungsarbeiten und dann... Die Kommode ist auch schon gekommen, die kommt nämlich hier hin. Genau. Wurde eben noch beliefert. Also die ist irgendwie so 1,50. Ich meine, das war 1,50 mal... Die ist irgendwie breit, dann kommst du hier genau. hin. Ich glaube 80 oder 90 war so hoch, also dann perfekt. Kommen hier zwei Bilder hin, zwei große. Ja. Und dann kommen auch die Kommode noch Deko und Pflanzen. Ganz genau. Ich würde mal sagen, jetzt starten wir mit dem Aufbau. Wir sind hier schon mal ein bisschen die Pakete am Ausräumen und legen die Kommodenteile hier ab. Ich bin mal gespannt, ob die Anleitung auch zu gebrauchen ist. So drei verschiedene Farben, ja. 100 Teile. Ich überlasse dir die Aufgabe des Aufbaus. Und Anleitung 1,5 Stunden, ich bin gespannt. Wir stoppen die Zeit, würde ich sagen. Also das Anthrazit ist die Hauptfarbe und dann das Holz ist von den Schubladen vorne die Farbe. Und das Holz ist echt schön. Auf jeden Fall. Und das ist zweifarbig. Na, wer versteckt sich da denn noch? Das sind die Rückwände. Ist noch was drin? Ja. Willst du mal den Kopf reinhalten? Was ist denn da noch drin? Das ist bestimmt nur wieder der Schutz hinten. Weiß ich nicht. Nee, da sind noch Schrauben und so viel. Oh ja, stimmt. Das ist alles da hinten. Das ist da bestimmt irgendwo festgeklebt, oder? Ja, ja, also guck das doch mal vor. Wo hast du denn den... das der liegt besser? Hinter dem Schrank. Da ist wieder so eine Schutzwand. Genau. Aber die ist ganz. Perfekt. Das sieht gut aus. Ich würde mal sagen, dann können die Spiele beginnen. Ah. 32. Boah, genau passend. Was machst du da? Ich sortiere hier schon mal die ganzen Schrauben und Dübel. Ich habe da schon mal gehabt, dass da Sachen fehlen. Und wie viele sind das? Einzelteile? Ja. Weiß nicht, 200? Über 200. Nee. Steht hier was? Ja, keine Ahnung. 3, 4, 5, 6, 7. So, ich würde jetzt mal sagen, jetzt können wir mal langsam aufbauen. Ich habe jetzt schon mal die ganzen Sachen sortiert. Es ist alles vollständig. Die haben mal kein Teil zu viel eingepackt. Meistens haben wir ja mal ein paar Schrauben mehr dabei oder ein paar Dübel mehr dabei. Ne, ist genau die Anzahl, die benötigt wird. Ich bin gespannt. Was machst du denn da gerade Schönes? Hermann. Hast du einen Meinungsverstärker dabei? Ja. Das sieht stark nach Schublade aus, ne? Oder was sagst du als Frau dazu? Ja, das ist die Schublade. Ja? Ja. Dann zeig ich mal, was du kannst. Ich frage mich immer, warum so Anleitungen mit den Schubladen anfangen und nicht erst mit der Kommode oder mit dem Schrank an sich. Das sind immer erst die Schubladen. Ist das mal aufgefallen? Nein. Nee? Ich habe irgendwie so eine Hand zu wenig. Soll ich dir meine reichen? Ah, ich komme gerade nicht an. Tut mir gerade leid. So, so ist besser. Hey, die Schubladen sind jetzt gleich schon fertig. Ja, ich weiß gar
auch gar nicht, ob die Großen und die Kleinen da reinkamen. Das waren, glaube ich, hier die... Was du alles schaffst, wenn ich mal gerade nicht da bin. Die sind ja schon groß. Ja. So. Da passt auf jeden Fall was rein. Ja, das noch fest kommt ab, ne? Jetzt mal so nebenbei, haben die Schubladen keine Griffe? Doch, die kommen noch. Aber wohin? Die werden hier oben drauf gesetzt. Die werden innen drin nachher verschraubt mit den Spackschrauben und von. Die sitzen dann hier oben drauf. Und wo sind diese besagten Griffe? Die besagten Griffe, die liegen, glaube ich, noch im Wohnzimmer. Okay. Die kommen jetzt gleich nämlich. Ja, da passen auf jeden Fall gut unsere Sachen rein. Die haben wenigstens die Sachen angezeichnet, damit man das mittig machen kann. Ja. Ich habe mir schon gedacht, ich müsste jetzt hier die Mitte ausmessen. Das wäre jetzt ziemlich ärgerlich gewesen. Wir haben die Schubladen schon fertig. Und die Griffe, die sind auch richtig schön. Die wurden nämlich da so hinten dran festgeschraubt. Die gefallen mir echt gut. Und was machst du gerade? Ich versorge hier die Seitenteile von den, da wo die Schubladen eingehangen werden. Da kommen jetzt die Scharniere ran und ja, dann würde ich mal sagen, dann steht die Kommode gleich. Hey. So, ich bin ja fasziniert von der kleinen Dämpfertechnik hier. Die ist zwar ziemlich einfach gehalten. Hier ist so ein kleiner Aufnehmer, der hier an den Haken hier vorne, quasi hier, genau, der nimmt den hier da hinten auf. Wenn ihr jetzt mal schaut, da ist der Haken und der Dämpfer zieht es rein. Das ist einfach mal genial, aber einfach. Du bist ja schon richtig weit gekommen hier. Ja. So, der Tipp des Tages, und zwar bei den Scharnieren. Da gibt es einmal einen längeren und einen kürzeren Scharnier. Da muss man immer genau drauf achten, wenn man hier die Gegenaufnahme von den Scharnieren montiert, dass das erstmal die passenden zu den Scharnieren sind und auch die passenden Scharniere oben oder unten eingebaut werden. Das sieht man immer anhand der Zeichnung, aber meistens sind die auch ein bisschen irreführend. Also wir hatten schon mal eine Kommode hier im Wohnzimmer falsch montiert. Da waren dann die Türen auf einmal schief. Wir haben uns immer gewundert, warum schließen die auf einmal so schief und bis wir dann mal gemerkt haben, die waren unterschiedlich, die Scharniere. Aber jetzt haben wir mal hier im Schlafzimmer direkt drauf geachtet und haben uns einfach mal 5 Minuten Zeit genommen und haben uns genau die Bilder angeschaut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das nachher funktioniert. Update zur Kommode. Ich würde mal sagen, sie steht so langsam. Jetzt kommen noch hier die Einlegeböden rein. Wollen wir die mittig haben oder? Ja, mittig bitte. Ja? Dann kommen die Stifte dort rein. Die Einlegeböden. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir auch die Türen, die Scharniere richtig gesetzt haben. Ansonsten dürfen wir es nochmal umbauen. Wir müssen, glaube ich, immer noch was weiter nach rechts. Die Kommode. Die Kommode? Ja. Schauen wir gleich mal. Was ich gut finde hier, die haben hier extra Löcher gelassen, um hier eventuell eine Beleuchtung oder so einzubauen oder irgendwie Strom, falls man da was reinlegen möchte, was aufladen soll. Ich finde das schon... Ne? Hast du es verloren? Ja, die hat keine Lust. Wie wäre es eigentlich, wenn wir die weiter nach rechts machen? Wir stellen den Standspiegel erstmal da in die Ecke rein. Den Stehspiegel? Ja. Und die Lampe? Die Blume? Die kommt dann davor. Ja, das wäre auch eine Idee. Können wir machen. Dann haben wir zumindest hier vorne mehr Platz. Mhm. So, und es sitzt. Also entweder kommt die Blume, der Drachenbaum, ich bin am Überlegen, dass wir den ins Arbeitszimmer stellen. Das wäre auch eine Idee. Wir holen dann eine neue für hier in die Ecke, die vielleicht nicht viel Licht braucht. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber eine richtig hohe halt, ne? Ja. Vielleicht auch so eine Art, diese Art Palme, die wir auch mal gesehen haben, die so, die mit den dünnen Blättern, wie so die mit diesem Gras oder? Ja, aber die wie so eine Palme ist, die auch einen Holzstamm hat. Ja, genau. Oder wir holen direkt einen großen Drachenbaum. Ja, gucken wir mal, genau. Aber es wäre eine gute Idee, dann könnten wir nämlich so auch in diesem Schwarzton. Genau. Dann trotzdem mit diesem Stuhl darunter. Tja, also wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben jetzt hier die Kommode aufgebaut und wir haben schon Deko da drauf stehen. Das hier hatten wir neu geholt vom Depot.
Das hier hatte ich online bestellt. Das ist so ein Mond. Wenn man da Licht anmacht, sieht man so ein Foto von uns. Das war von Leonardo. Ich glaube oder wie heißt auch, das? Ja. Das haben wir von deinen Eltern bekommen. Und das ist unsere Pflanze. Genau. Und hier kommen halt eigentlich noch zwei große Bilder drüber von Desenio. Auch in so einem Rosa. Also wie das da. Der Spiegel kommt weg. Und jetzt haben wir noch neue Lampen gekauft. Direkt hier die. Von Ikea. Genau. Jetzt kann man zum Beispiel einfach sagen, Alexa, Alexa, Schlafzimmer an. Das heißt so vorführend. Das vierte Licht. Und das geht dann auf beiden Nachtlichtern an. Genau. Und wir haben halt auch noch die passende für an die Decke. Für an die Decke. Aber die hängt noch nicht, die kommt noch. Ja. Ja, und auf jeden Fall updaten wir euch. Ganz genau. Wenn noch was Neues dazu kommt. Alles klar. Tschüss.